Gerade wenn ich Neukunden anspreche und habe null Erfahrung und noch keine positiven Bewertungen, Lust auf Urlaub machen. Und das mache ich eben mit Geschichten, die ich erzähle. Ich spreche heute mit Carsten Gersdorf von bestfevo.de und er ist Experte auf dem Gebiet Reisevermittler oder Vermittlungsportale für Privatvermieter. Und stell dich doch mal kurz vor, Carsten, bitte. Ja, hallo. Ja, mein Name ist Carsten Gersdorf. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von bestfevo. Wie du schon gesagt hattest, wir sind ein Vermittlungsportal für Ferienunterkünfte. Wir sind Experte im Deutschlandurlaub, arbeiten dort mit vielen Touristinformationen und mit Privatvermietern auch direkt zusammen. Ich habe die Firma ungefähr 2010 gegründet, habe vorher viele Jahre für Immobilien-Scout24 gearbeitet, dort auch schon mal das Thema Ferienhäuser im Blick gehabt. Und jetzt beschäftigen wir uns hier in Potsdam mit 25 Mitarbeitern ganz intensiv mit diesem Thema. Ja, also ihr seid da wahre Experten seit Jahren schon mit viel Erfahrung. Und das ist natürlich auch interessant für kleinere Betriebe, die sich vielleicht auch gerade neu damit beschäftigen, vielleicht ihre Immobilie sozusagen bewerben möchten oder über ein Vermittlungsportal auch anbieten möchten. Der Internetauftritt spielt da ja eine ganz wesentliche Rolle oder allgemein das Erscheinungsbild auch im Internet. Wir steigen gleich ein mit der ersten Frage. Was sind denn die wesentlichen Erfolgsfaktoren, wenn ein Vermieter seine Ferienwohnung oder sein Ferienhaus über eine Vermittlerplattform anbieten möchte? Da gibt es natürlich eine Menge verschiedener Erfolgsfaktoren, ein paar, ich sag mal, Basics, die unbedingt da sein müssen. Also es muss erstmal grundsätzlich natürlich eine Beschreibung geben, es muss die Eigenschaften geben, es muss Bilder geben. Aber das alleine reicht natürlich nicht mehr aus, um heutzutage im Internet wirklich erfolgreich zu vermarkten, weil das natürlich jeder andere auch hat. Ein wichtiger Faktor ist, das Thema, ist der Vermieter mit seiner Unterkunft online buchbar? Oder ist es dieser Weg, wie es ihn früher eigentlich fast nur gab, dass man per Mail anfragt und dann ist das so ein bisschen wie ein Ping-Pong-Spiel immer hin und her. Wir sehen, dass bei den großen Plattformen mehr und mehr eigentlich nur noch die reine Online-Buchbarkeit möglich ist, dass dieser Trend sehr, sehr stark dahin geht, getrieben auch dadurch, dass der Urlauber das mittlerweile erwartet. Der würde nicht auf die Idee kommen, bei Ryanair, EasyJet oder irgendwo anders oder bei Booking anzufragen, ob denn was frei wäre, sondern er sagt, ich möchte das gerne buchen und es muss klar sein, ob ich es habe. Und ich will bei der Familie, mit Freunden, wenn ich mir ein Ferienhaus zusammennehme, nicht erst ewig warten müssen, bis ich eine Antwort kriege. Bei dem Thema grundsätzlich, was muss ich tun in dieser digitalen Welt, die natürlich eine unglaubliche Transparenz in den Ferienhausmarkt gebracht hat. Während ich früher, das kennt jeder von uns noch und jeder Vermieter wahrscheinlich auch noch, eine Textzeile im Gastgeberverzeichnis meiner Touristinfo oder einem Kleinanzeigenportal hatte und dann habe ich angerufen oder eine Mail geschickt. Heute sehe ich und weiß ich alles zu dieser Unterkunft. Und das heißt, wenn ich um mich herum in meinem Wettbewerb tolle Unterkünfte habe, die auch noch toll beschrieben sind, die Spaß machen auf Urlaub, dann muss ich das eben auch tun. Und das heißt, es geht nicht darum, ein oder zwei Fotos zu haben, sondern es geht darum, großartige Bilder zu haben. Und zwar von jedem Raum ein Foto, von jedem Schlafzimmer, wenn es mehrere gibt, jedes Zimmer einzeln beschreiben. Grundrisse ist häufig nicht ganz einfach. Wer da tolle Sachen hat, dann gerne auch. Ein klarer Beschreibungstext. Und all das, was so eine Unterkunft besonders macht, eben auch sehr, sehr deutlich herausheben. Weil es ist am Ende ein Wettbewerb. Wenn jemand meinetwegen an der Ostsee eine Unterkunft sucht und ist nicht festgelegt auf einen Ort, dann gibt es dort Abertausende von Ferienwohnungen. Und das ist an der Nordsee nicht anders und in Bayern nicht. Ich muss werben für meine Wohnung. Ja, also das trifft ja letztendlich dann allgemein auch auf die Online-Präsenz zu, sowohl im Vertrieb jetzt über eine Vermittlerplattform, aber auch natürlich über den direkten Online-Vertrieb. Das ist ja auch ein Faktor noch für viele Kleine, die sagen, ja, ich weiß nicht so recht, soll ich mich einer Vermittlerplattform anschließen oder ist das vielleicht gar nicht notwendig für mich? Was würdest du vielleicht den Vermittlern empfehlen, die sich direkt vermarkten möchten? Gibt es da digitales Handwerkszeug sozusagen oder bestimmte Kompetenzen, die da noch notwendig sind? Ich glaube, dass für kleine Betriebe, die jetzt so ein bisschen schon in den professionellen Bereich hineingehen, also jemand, der 5 oder 10 Wohnungen hat, ein kleines Hotel,
dass da eine Eigenvermarktung Sinn machen kann, weil man auch gerade keine große Abhängigkeit meinetwegen von diesen riesen Hotelportalen oder von anderen Portalen aufbauen will. Für einen Privatvermieter, der wirklich das nebenbei macht, mit einer, vielleicht mit zwei Wohneinheiten, da würde ich von einer kompletten Eigenvermarktung mittlerweile eigentlich abraten, weil das Thema einfach nicht mehr wirklich funktionieren kann. Wichtig ist es, großartiger Gastgeber zu sein. Wichtig ist es, sich um seine Kunden, die schon mal da waren, toll zu kümmern, zu sehen, dass man die anschreiben kann, dort immer wieder sich in Erinnerung zu bringen und einen möglichst großen Anteil an Stammkunden aufzubauen, damit man eben nicht nur von externen Kanälen abhängig ist. Aber realistisch betrachtet sucht ein Urlauber heute nach einer Unterkunft über Google, findet dort sowohl in den generischen Treffern, also das, was Google vorschlägt als Top 10, in der Regel ausschließlich große Portale oder regionale Vermietungsagenturen, einen einzelnen Privatvermieter nahezu niemals. Das ist einfach nicht möglich für die, so ein gutes Ranking aufzubauen. Es sei denn, jemand sucht nach dem Namen dieser Wohnung oder des Hauses, aber dann ist es ja wahrscheinlich ein Stammgast. Und dieses, ich sag mal, Marketing, um vielleicht Google AdWords zu schalten für sein Haus selber, das ist ein globaler Wettbewerb und man stellt sich mit Unternehmen wie Booking oder Expedia dann in Konkurrenz und das kann nicht funktionieren, das ist nicht rentabel. Also toller Gastgeber sein, eine eigene Website ist wichtig, dass man auch gefunden werden kann, all das. Aber in Wirklichkeit muss man sich, gerade wenn es um die Ansprache von Neukunden geht, und darüber reden wir hier ja auch, braucht man einen starken Partner. Anders funktioniert es heute nicht mehr. Das war vor Jahren anders. Wichtiger Faktor aus meiner Sicht noch, auch wenn ich natürlich am liebsten direkt den Privatvermieter auf meinem Portal habe, weil ich das wichtig finde, wir arbeiten seit Anfang an ganz, ganz eng mit all den Touristinfos zusammen. Und das ist auch für viele kleine Privatvermieter vor Ort immer noch ein wichtiger Partner, weil der eben Kompetenz bündelt, weil der Beratung machen kann. Aber für Neukundenansprache braucht man aus meiner Sicht einen Partner. Also man sieht, es gibt da verschiedene Möglichkeiten auch. Die Privatvermieter werden im Prinzip nicht alleine gelassen, sondern haben auch Unterstützung, zum Beispiel durch die regionale Tourismusorganisation, Touristinformation oder eben Marketingorganisation. Und natürlich auch Unterstützung über Portale, unterschiedlichste Portale gibt es da ja online auch. Und ja, also Vermarktung ist natürlich die eine Sache, die Online-Präsenz sozusagen pflegen und natürlich ein guter Vermieter sein, ganz klar. Das wirkt sich natürlich auch darauf aus, auf Bewertungen letztendlich oder auch auf die Reputation im Internet. Ja, wie gut ist eine Unterkunft bewertet? Siehst du da teilweise noch Optimierungspotenziale jetzt fernab von der Internetpräsenz vielleicht oder so im Kontakt mit den Privatvermietern? Was fällt euch da so auf? Gibt es da irgendwie ein bisschen Optimismusbedarf? Also, genau. Gutes Thema. Da gibt es aus meiner Sicht schon Potenzial, wie man mit solchen Themen eben umgeht. Zu deiner Frage davor nochmal, was braucht der vielleicht für Tools und Rüstzeug? Da würde ich schon nochmal sagen, natürlich, der muss, wenn er Privatvermieter ist und über die eigene Präsenz was machen möchte, braucht er natürlich einen Laptop, einen Computer, ein Smartphone, was auch immer, um schnell reagieren zu können, weil die Erwartungshaltung ist, wenn ich selber vermarkte und der vielleicht doch noch anfragen soll, dass ich sofort und schnell eine Antwort kriege. Keiner wartet mehr als ein paar Stunden, im schlimmsten Fall 24 Stunden auf eine Antwort, weil jemand, der anfragt, fragt nie nur ein Objekt an, sondern viele. Und insofern, da muss ich dann eben auch bereit sein, schnell zu antworten, muss das sicherstellen können. Und ansonsten zu dem Thema, was du sagtest, wie wichtig ist die Reputation und Bewertung? Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Part, der aber auch ganz viel damit zu tun hat, wie ich als Gastgeber auftrete. Also dieses Thema muss in die Köpfe rein. Das ist bei vielen Privatvermietern manchmal ein bisschen schwer. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht. Das ist jemand, der behandelt den Gast, der dort kommt, manchmal noch so ein bisschen wie ein Bittsteller. Der kommt hier in mein Haus, der muss meine Regeln beachten, der muss sich danach achten, was ich tue. Da kommt ein Urlauber und ich bin der Gastgeber, ich bin der Dienstleister für ihn, der soll sich wohlfühlen. Und so muss ich, glaube ich, auch auftreten und dann ist das Thema, gibt es dort Ärger, habe ich schlechte Bewertungen, schon gar nicht mehr so wahrscheinlich, weil ich natürlich eine Beziehung zu dem Gast aufbaue. Und wenn ich mich gut mit dem verstehe und ich bin wahnsinnig engagiert und ich habe auch Lust, Gastgeber zu sein, dann bewertet er mich auch nicht so schnell schlecht. Wenn es zu einer schlechten Bewertung kommen sollte, und die gibt es, gar keine Frage, und es gibt auch, das kennen wir alle, das Thema, gefakte Bewertungen. Das ist jetzt bei
Hotels noch viel mehr der Fall, weil dort natürlich eine riesen Anzahl an Bewertungen kommt. Die meisten Bewertungen, die ich im Ferienhausbereich abgeben kann, sind bei den meisten Portalen an die eigentliche Buchung gekoppelt. Also ich kann nicht einfach nur irgendwas bewerten, sondern das, was ich dort machen kann, ist in der Regel so, dass es nur Leute bewerten können, die auch gebucht haben. Das heißt, Fake-Bewertungen gibt es dann schon mal sehr, sehr selten oder viel weniger als im Hotelbereich. Was natürlich nicht heißt, dass der Gastgeber nicht auch vielleicht sich ungerecht bewertet fühlt. Aber das ist dann eben keine Fake-Bewertung mehr, sondern eine Frage, was war die Erwartungshaltung und wie habe ich reagiert. Wenn es dann zu einer schlechten Bewertung kommt, dann ist das eigentlich eine gute Sache, um darauf zu reagieren, um selber auch zu schauen, was habe ich richtig gemacht, was mache ich falsch. Muss ich mein Angebot verändern? Muss ich als Gastgeber vielleicht anders auftreten? Habe ich irgendwas im Text falsch oder nicht komplett beschrieben, sodass eine falsche Erwartungshaltung geweckt wurde bei dem Urlauber? Jetzt müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass es bestimmt alle Jubeljahre auch Urlauber gibt. Den kann man es jetzt schwer recht machen. Das ist dann auch für den Gastgeber oft nicht so einfach. Aber ich muss eine schlechte Bewertung auch als Chance sehen, dass mir jemand einen Tipp gibt, um besser zu werden. Und wenn ich auf eine nicht so gute Bewertung toll und professionell reagiere, dann ist das nichts, was jemanden anderen abschreckt, sondern im Gegenteil, mein Verhalten, und es gibt ja auch Studien dazu, viele gucken sich vor allem die nicht so guten Bewertungen an und schauen dann, wie reagiert der Gastgeber darauf. Gibt es da einen Grund für? Betrifft das mich? Verändert der deswegen was? Und dann ist es eigentlich eine tolle Chance, weil es so ein ganz direkter Feedback-Kanal ist. Wo habe ich noch Potenzial? Und ich glaube, so muss man es begreifen. Auch wenn jemand, der sagt, er ist unzufrieden mit mir, mit meiner Wohnung, natürlich erstmal was ist, was an einem knabbert, wo man sagt, das tut mir jetzt aber weh, wenn der das sagt, das stimmt doch gar nicht. Positiv an so ein Thema rangehen. Ja, also das ist natürlich auch ein Faktor, den auch Vermittlungsportale natürlich ermöglichen, die Bewertung online, die Einsehbarkeit und das dann als eher als Chance zu sehen und nicht als Meckern oder als negative Kritik, sondern das eben zu nutzen, kann da so ein Geheimtipp quasi sein. Ja, wie ist das denn, wenn es vielleicht noch keine Bewertung gibt von dem Privatvermieter? Der steigt also ganz neu ein, ist jetzt ganz neu online präsent. Was kann man dem denn empfehlen, um überhaupt Gäste für sich zu gewinnen oder für sich gewinnen zu können? Also du hast schon gesagt, natürlich ein ausgezeichneter Service, aber er kann ja meinen Service noch gar nicht kennen oder noch nicht einschätzen. Gibt es da irgendwie noch Möglichkeiten? Na, das ist natürlich, wenn ich selber ein neuer Vermieter bin, habe noch nicht viel Erfahrung, ist das natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist wichtig, sich ein bisschen umzuschauen am Markt, in meiner Umgebung, mit wem trete ich denn sozusagen in Wettbewerb um diesen Urlauber, um auch ein bisschen einschätzen zu können, welche Ausstattungsmerkmale erwartet so ein Gast heutzutage, wie möchte der seinen Urlaub machen. Und für mich als Gastgeber eine wichtige Geschichte, ich muss mir ein bisschen klar darüber werden, wen möchte ich denn als Gast vor allem ansprechen? Also wer ist die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte? Und ich sag mal, ich kann nicht sagen, ich möchte Familien mit Haustieren haben und gleichzeitig auch damit werben, dass ich allergikergerecht wäre. Und das erleben wir immer wieder. Und ich sage, ich habe Raucher oder und Nichtraucher. Also dieses Thema zu überlegen, wofür würde meine Wohnung gut passen, was für eine Zielgruppe kommt in meine Gegend. Und dann finde ich ein ganz, ganz wichtiger Part, in der heutigen Zeit so ein bisschen gehypt durch die Sharing-Portale, dass ich gerne, wenn ich dort buche, auch was über den Vermieter wissen möchte. Also so ein bisschen sehe, ist das was Authentisches? Kriege ich da jemanden, der vor Ort ist, der mir das Gefühl gibt, ich komme da hin und jemand nimmt mich im Zweifel in die Hand, wenn ich noch Fragen habe. Und bin ich persönlich jemand, der ganz viel mit seinem Smartphone klärt und auch schaut, was kann ich in einer Umgebung machen. Und trotzdem freue ich mich darauf, wenn dort ein Insider ist und sagt, guck mal, das sind die Besonderheiten. Und wenn du jetzt so richtig sagtest, jemand hat noch keine große Erfahrung, steigt ein dabei, dann neigt er dazu, vielleicht noch nicht wahnsinnig viel in diese Beschreibung der Unterkunft reinzumachen. Ich habe ein paar Bilder, ich habe einen Text, das beschreibt es, aber ich kann das natürlich beschreiben, wie es eine Profi-Agentur machen würde, also relativ anonym, und das ist die Wohnung, die hat das und das und das, aber wenn ich eine kleine Geschichte dazu erzähle, wenn ich ein bisschen was dem Urlauber Lust drauf machen, sagen, guck mal, das ist hier. Also das ist jetzt in der dritten Generation schon in der Familie und nebenan ist dieses und du kannst zum Bauernhof nebenan gehen und dort gibt es schöne Produkte. Also mehr, gerade wenn ich Neukunden anspreche und habe null Erfahrung und noch mal keine positiven Bewertungen,
Lust auf Urlaub machen. Und das mache ich eben mit Geschichten, die ich erzähle. Und wir kommen dahin, was ich zum Anfang gesagt hatte, ich brauche ganz viele Bilder in einer tollen Qualität. Und Qualität meint in dem Fall nicht nur, es muss eine hohe Auflösung sein, sondern Qualität heißt auch, ich mache mein Bild an einem Tag, wo schönes Licht ist, wo es hell ist. In den Zimmern muss es hell sein. Die Betten müssen bezogen sein und ein bisschen arrangiert. Und da darf auch mal eine Blume irgendwo stehen. Und es darf nicht das Gefühl vermittelt werden, naja, das ist vielleicht die Wohnung, wo Oma früher gewohnt hat. Und die ist jetzt weg, also vermieten wir es. Also so den Leuten Spaß drauf machen, da hinzukommen. Genau, das wäre jetzt meine letzte Frage quasi gewesen. Bilder spielen, wie wir gemerkt haben, ja eine entscheidende Rolle auch natürlich, für den Gast auch, um da Eindrücke zu gewinnen. Und wir alle kennen sicherlich, oder ihr insbesondere, auch sehr abenteuerliche Bilder in unterschiedlichsten Qualitäten, auch von der Aufmachung her vielleicht unterschiedlich. Gibt es da so noch so 1, 2, 3 kurze Tipps im Prinzip, die man umsetzen könnte? Du hast gesagt schon, das ein bisschen arrangieren, ein bisschen schick herrichten ist ein guter Faktor, oder auch bei gutem Licht das natürlich machen. Man hört auch immer wieder von 360-Grad-Bildern zum Beispiel. Ist das so ein Faktor, der auch in Zukunft noch interessant werden könnte? Ja, das ist in Zukunft mit Sicherheit ein Faktor, weil er natürlich nochmal ein besseres Gefühl für die ganze Wohnung gibt. Jeder von uns kennt solche Bilder, die geschickt aufgenommen sind und das Gefühl vermitteln, es handelt sich um einen riesigen Raum. Und wenn man drinsteht, wundert man sich und denkt, oh, das ist doch mal geschickt fotografiert. Also so ein 360-Grad-Video ist was Tolles. Oder ein 360-Grad-Ansicht. Aber insgesamt Videos sind schon was. Wobei das sind beides Themen, die tendenziell in einer jüngeren Zielgruppe regelmäßig genutzt und auch ein bisschen erwartet werden. In so einer älteren Zielgruppe, und dabei geht es im Ferienhausurlaub ja zum Teil auch, ist es noch nicht so, dass man die zwingend haben muss, aber es ist natürlich cool. Wichtig ist, jeden Raum beschreiben, was es ist. Es gibt am Ende Außenanlagen in vielen Wohnungen, also da wird über einen Spielplatz gesprochen oder über Sachen, die ich im Garten nutzen kann, den Grill, die Terrasse, irgendwas. Da muss auch immer automatisch ein Foto mit dazu sein, weil der User das natürlich dann auch sehen will, wie es ist. Wir haben immer so zwei Beispiele in der Vergangenheit gehabt, auch für unsere Partner in den Tourist-Infos, die tolle Wohnungen im Angebot hatten mit Meerblick und mit Whirlpool. Und ich habe von beiden aber kein Foto davon gefunden. Und das ist natürlich so ein Thema, wo ich sage, Leute, die sich durch die Bilder durchklicken, bevor sie überhaupt richtig tief in die Eigenschaften und in die Beschreibungstexte einsteigen. Und das ist nun mal heutzutage ganz häufig so. Ich sehe häufig ja schon in einer Ergebnisliste auf einem Portal, dass ich die Bilder schon auf dem Tablet wegwischen oder mit der Maus so weiterklicken kann, bevor ich mir überhaupt diesen riesenlangen Text durchlese. Und da muss ich natürlich Appetit drauf machen und sagen, oh, da will ich aber hin, guck mal, wie schön das ist. Ein so ein Thema, auch ganz wichtig, im Prinzip einen Schritt davor bei dem Thema noch, was brauche ich als Ausstattung? Und da ist bei uns immer wieder 1, 2 Themen, die super wichtig sind. WLAN, dazu muss man eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel sagen. Wer da das bislang nicht macht als Vermieter, muss sich damit auseinandersetzen, weil das einfach für die meisten Leute heute ein Grundbedürfnis ist. Ich komme mit meiner Familie da an, die Kinder haben ihr Tablet oder ihr Telefon, die wollen ihre Musik streamen, die wollen ihre Filme sehen, also ich brauche WLAN, einen vernünftigen, schnellen Zugang, wenn das dann geht, in manchen Ecken ist ja der Zugang ein bisschen eingeschränkt, und dann einen uneingeschränkten Zugang. Viele Vermieter haben dort Angst vor, was mache ich jetzt, bin ich verantwortlich, wenn der irgendwas runterlädt oder was der macht. Da gibt es mittlerweile ja gute technische Lösungen, die den Vermieter für kleines Geld auch von dem Risiko befreien. Damit müssen sie sich beschäftigen. WLAN ist so ein Thema, was alle sehen wollen. Und dann so ein Effekt, und das hat auch mit dem Fotografieren nochmal zu tun. Leute, gerade Familien, aber auch wenn Freunde zusammen in eine große Ferienwohnung fahren, genießen es, gemeinsam zu essen. Genießen ist lange gemeinsam zu frühstücken, weil es sowas heutzutage ja kaum noch gibt. Es ist schnell geworden, es ist hektisch geworden. Die Eltern haben wenig Zeit, um sich morgens mal 2 Stunden hinzusetzen. Das heißt, jetzt ist es schön, wenn man ein großes Esszimmer hat mit der Küche zusammen. Das kann man jetzt ja häufig nicht mehr so ohne weiteres beeinflussen. Aber dann sind es so, auch bei den Bildern, Kleinigkeiten zu sagen, ich will dort zeigen, wie gut meine Küche ausgestattet ist. Da soll es einen Backofen geben. Eine gute Kaffeemaschine ist heutzutage ein echter Faktor. Die Leute mögen häufig den etwas besseren Kaffee oder das, was sie dafür halten. Dann ist es eben so, dass ich sage, das muss man auch sehen. Und als Beispiel, wenn ich jetzt ein Freund davon bin und sage, ich habe dort so eine Kapselmaschine,
muss ja jeder für sich entscheiden. Dann muss die ein bisschen arrangiert werden, dann muss man die sehen und im Text schreibe ich hin, dass natürlich so ein Anfangsset von 5 oder 10 Kapseln immer inklusive ist und so Kleinigkeiten, die da sind. Und vielleicht gehört es auch dazu, dass ich als Gastgeber sage, ich fotografiere die Küche und ich schreibe auch dazu, dass so 2 Flaschen Selta und irgendwie eine Brause oder 2 Äpfel und Banane immer dabei sind als kleines Willkommenspaket. Und wenn ich das tue, und die Leute freuen sich riesig über solche Kleinigkeiten oder ein paar kleine Schoko-Geschichten irgendwo so ein bisschen arrangiert, dann kann ich das in den Bildern so gut darstellen, damit es einladend wirkt und schreibe es natürlich in den Text da auch hin. Gastgeber, die bislang noch nicht wahnsinnig online-affin sind, vielleicht noch keine Online-Buchbarkeit haben, erst anfangen mit der Vermarktung übers Internet, werden ja häufig als so ein bisschen altbacken abgetan und ach, was sind das für eine Unterkunft? Meine Erfahrung ist durchaus, dass das die großartigsten Gastgeber überhaupt sein können und die vieles von diesen Sachen vielleicht auch für sich so tun und sie erklären, wie schön es bei ihnen ist, wenn sie den am Telefon haben und sie können da beschreiben und die schönsten Geschichten erzählen. Aber dieser Weg, das dann in eine digitale Welt zu transformieren, wo es eben eine komplette Transparenz gibt. Ich trete an mit im Wettbewerb mit anderen, die vielleicht nicht so gute Gastgeber sind, auch nicht mit so schönen authentischen Unterkünften, aber die die Digitalisierung eben verinnerlicht haben. Das ist ein wichtiger Schritt und wenn ihr den Gastgebern helft, da einfach ein bisschen die Lücke auch zuzumachen, finde ich das großartig. Genau, dafür soll es ja dienen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, auch für noch Unerfahrene und natürlich ja, viele Vermieter auch dazu dann verhelfen, dass sie wirklich auch online erfolgreich sein können oder sich dann auch vermarkten können und eben auch bestehen können auf dem Markt der Großen und da auch eine Möglichkeit haben zu partizipieren. Genau. Dazu vielleicht noch ein letztes Thema. Wir hatten es ja gesagt, auch viele Bilder, damit ihr es sieht. Das ist jetzt bei den großen Portalen, wenn ich dort vertreten bin, durchaus auch ein Faktor, wenn es um das Ranking geht. Jemand sucht in einem Bundesland, jemand sucht in einer Region und dann sind die Objekte ja schon in einer gewissen Reihenfolge angezeigt. Und dazu gehört unter anderem, dass jemand, der mir 25 Bilder und tolle Texte und alle Eigenschaften zur Verfügung stellt, eine Chance hat, höher in dem Ranking zu sein, als jemand, der dann nur ganz spartanisch wenig Sachen gemacht hat. Weil jedes Portal hat natürlich Interesse daran, dass möglichst viele Buchungen generiert werden, dass auch auf den ersten Blick ganz tolle und gut beschriebene Unterkünfte da sind. Und es geht nicht nur darum zu sagen, Mensch, ja, ich habe ja 5 Bilder, das reicht. Ich werde nicht nur vom Urlauber anders gesehen, sondern auch von dem, der mich vermarkten soll. Und der wird mich im Normalfall in der Ergebnisliste weiter nach hinten setzen, weil ich eben nicht so schön aussehe im ersten Moment. In dem Moment, weil ich weniger Eigenschaften, weniger Bilder habe. Also das ist eine Sichtweise, die auch aus 2 Ecken zutrifft. Vielleicht auch noch ein Wort dazu für einen Vermieter. Wie entscheidet er sich denn fürs richtige Portal? Da gibt's ja sehr, sehr viele, wie du bereits sagtest, und viele große Anbieter auch. Wie kann der denn identifizieren, dass das entsprechende Portal, was er gerade vor sich hat, für ihn das Richtige ist? Das ist natürlich, das Richtige gesagt, es gibt da ganz, ganz viele, unzählige ist jetzt fast übertrieben, aber es geht in die Richtung sehr, sehr viele Portale. Ich würde sagen, da gibt es schon grundsätzlich einen kleinen Trend über die letzten Jahre, dass es dort auch zu einer Stärkung der wirklich großen überregionalen Portale kommt und dass die regionalen kleineren Experten mehr und mehr an Bedeutung verlieren, weil eben das Kampf bei Google um die Urlauber schon einer ist, der eben im großen Stil und global ausgetragen wird, der über viel Marketingbudget geht. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, ich muss mir als Vermieter klar werden, kann ich echte Online-Buchbarkeit, kann ich die stemmen? Also das heißt ja auch wirklich, ich muss sicher sein, dass mein Kalender richtig ist, weil da wird nicht angefragt, es wird gebucht. Ich muss die Sachen, die ich reinkriege, immer gleich in den Kalender machen. Das wird heute alles synchronisiert. Das geht dann, ich muss es nur tun. Oder will ich doch eher diese Anfrage haben, mit der Möglichkeit, noch reagieren zu können, aber dem Risiko, dass ich eventuell weniger Nachfrage bekomme. Und weil viele von den, ich sag mal, eine gewisse Zielgruppe der Urlauber sagt, ich will nicht mehr anfragen, ich will direkt buchbar. Also ich schränke mich ein bisschen ein. Und wenn ich diese Entscheidung erstmal gefällt habe, dann fallen auf der einen oder auf der anderen Seite schon mal ein Teil der Portale raus. Weil die einen eben reine Online-Buchbarkeit haben und die anderen ausschließlich Anfrage. Dann gibt es so ein paar, da gehört Bestfevo auch zu, die sich in beide Richtungen so einen Tick öffnen. Da gibt es aber auch einige Portale. Und dann ist es natürlich ein bisschen ein Ausprobieren und auch ein Bauchgefühl. Also wenn ich jetzt weiß, ich bin ein Vermieter, meinetwegen an der Ostsee, in irgendeinem Ort, ich sage jetzt mal Ahlbeck,
Und ich gucke, wofür steht denn meine Unterkunft? Also ich möchte Familienurlaub in Ahlbeck. Das ist die Zielgruppe, die ich anspreche. Dann wird auch der Gastgeber gut beraten zu sein, zwei, dreimal in der Suchmaschine danach zu suchen, wer steht denn dort vernünftig, wo glaube ich denn, dass ich die Chance habe. Und ich glaube, wichtig, da macht es keinen Sinn zu gucken, wer ist denn für einen Begriff wie Ferienwohnung gut gerankt, sondern was ist denn meine Zielgruppe. Also da kommen wir jetzt zu weit, wenn wir über Longtail reden, aber die Urlauber suchen heute mit drei, mit vier, mit fünf Suchbegriffen. Also die Suche heute Ferienwohnung, Ahlbeck mit Hund, Ferienwohnung, Ahlbeck, Sauna, Kamin, sowas in der Art. Und dann gucke ich mir mal an, dieses Portal, was ich mir vielleicht ein bisschen näher anschaue, ist das denn überhaupt da? Also jetzt meinetwegen für meine Region, für mein Bundesland, für meinen Ort, rankt das ein bisschen. Und habe ich ein gutes Gefühl dabei? Bieten die einen guten Service an? Und am Ende gibt es Portale, die großartig performen für den einen Anbieter und für den anderen nicht ganz so stark. Das ist auch nachher eine gewisse Erfahrung, die der Vermieter sammeln muss, muss man einfach so sagen. Also ist auch eine individuelle Entscheidung, dann abhängig von der Region einmal, wo der Vermieter sich befindet und auch vielleicht von seinen persönlichen Präferenzen. Das sind wirklich sehr viele hilfreiche Tipps, denke ich, gewesen für Privatvermieter. Wir haben gesehen, dass Digitalisierung nicht zwangsläufig digitale Technologie heißt, sondern auch sehr, sehr viel an der wahren Leistung eigentlich oder an der Übernachtungsleistung und der Art und Weise auch des Vermieters oder der Aufbereitung der Unterkunft sozusagen, dass da viel dran hängt und dem Kunden das dementsprechend anzubieten und dann auch digitale Möglichkeiten zu nutzen, das dann wirklich nach außen zu tragen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke sehr.